Hallo zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Donnerstag. Auch heute wieder direkt von der Allgäuer Festwoche. Das sind die Themen der nächsten halben Stunde. Gemeinsam Energie sparen. Bleichach und Bad Hindelang bekommen Klimaschutzmanager. Allgäu, Bayern, Deutschland, Welt. Wo stehen wir überhaupt in Sachen Energiewende? Und ein Tag voller Brauchtum. So war der Allgäu-Tag in Isny. Das Wort Masterplan beschreibt ja einen übergeordneten Plan, einen großen Gedanken, der zur Lösung komplexer Probleme beitragen soll. In der Politik, so scheint es, gibt es jede Menge komplexer Probleme, denn dort wird der Begriff Masterplan in letzter Zeit häufig benutzt. Zuletzt in Zusammenhang mit der Energiewende und dem Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050. In dem ist festgehalten, wie Kommunen klimaneutral werden sollen. Auch der Landkreis Oberallgäu und seine Gemeinden machen mit. Einige fangen gerade erst an, andere sind dagegen schon etwas weiter. Wenn es um die Energiewende geht und um die Möglichkeiten, diese zu meistern, fällt in ganz Deutschland der Name der Oberallgäuer Gemeinde Wildpolsried. Das, was der Masterplan der Bundesregierung vorsieht, also den 100%igen Klimaschutz, ist in Wildpolsried seit Jahren Alltag. Der Masterplan enthält viele Fördermöglichkeiten für teilnehmende Kommunen mit ambitionierten Zielen, wie zum Beispiel den Landkreis Oberallgäu, der seit 2016 bei dem Programm dabei ist. Also wir haben jetzt das Ziel, bis 2050 den CO2-Ausstoß um 95% zu reduzieren im Vergleich zu 1990 und den Energieverbrauch zu halbieren. Und um diese Ziele erreichen zu können, wurde ein Masterplan erstellt mit Maßnahmen, mit verschiedenen Handlungsfeldern, wo das alles festgelegt und definiert wurde. Und der wird jetzt momentan umgesetzt. Eine Maßnahme zur Umsetzung ist zum Beispiel das Einsetzen eines Klimaschutzmanagers. Die Gemeinden Bleichach und Bad Hindelang planen gemeinsam, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Die Bürgermeister der Gemeinden, Sabine Rödel und Christoph Endres, sind vom Konzept des Klimaschutzmanagers überzeugt. Also der Klimaschutzmanager wird uns ganz sicherlich helfen, das, was wir in der Vergangenheit schon angefangen haben, was wir aber aufgrund von Personalengpässen oder auch vielleicht von Nichtwissen von dem einen oder anderen Projekt noch aufholen möchten, uns damit zu helfen, dass wir diese Schwachstellen einfach finden und da auch den Weg weitergehen können, ganz konsequent, den wir angefangen haben. Wir haben einmal unsere eigenen Hausaufgaben, dort haben wir schon Dinge gemacht, LED-Umrüstungen, Photovoltaik auf Dächer entsprechend gebracht, aber da gibt es sicherlich immer noch gewisse Bereiche, die man verbessern könnte. Und das Zweite ist eben vor allem die Bürger versuchen zu aktivieren, auch mitzumachen. Und dementsprechend sehe ich dort schon große Vorteile, wenn wir einen gemeinsamen Klimaschutzmanager haben und können auch aus Erfahrungen von Hindelang in Bleichach profitieren, andersrum genauso. Und sicherlich werden sich auch die Klimaschutzmanager im Landkreis vernetzen und natürlich in solchen Gemeinden wie Wildpolsried die besten Beispiele nach Bleichach vielleicht transportieren können. Da gibt es wahrscheinlich einiges, was sich andere Gemeinden von Wildpolsried abschauen können. Obwohl auch Bleichach und Bad Hindelang nicht untätig waren. Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden findet man in beiden Orten und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED spart hier wie da massiv Strom ein. Und alles kann man von Wildpolsried dann doch nicht übernehmen. Es ist sicher ein großes Vorbild hier im Landkreis. Also wir sind auch stolz, so eine Gemeinde wie Wildpolsried im Landkreis zu haben. Man kann es jetzt nie 1:1 auf andere Gemeinden übertragen. Es muss eben alles stimmen, es müssen die richtigen Leute am richtigen Ort sein. Es muss einfach von den Bedingungen her stimmen, es muss Potenzial für Windkraft geben und so weiter. Das ist ja nicht überall im Landkreis gegeben. Aber klar ist Wildpolsried sicher in ganz vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Photovoltaik, Solarthermie, Biogasanlagen und die Speicherung des Stroms sind nur einige der Dinge, die Wildpolsrieds Erfolg ausmachen. Dazu kommt die Windkraft und jede Menge Pioniergeist. Wie die Gemeinde Wildpolsried Energiedorf wurde, wann alles angefangen hat und was sich für Stromanbieter wie die Allgäuer Überlandwerke in Zukunft ändern wird, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Aus dem Oberallgäu und Kempten. Aus dem Oberallgäu und Kempten sehen Sie ab heute in unserem Programm und in unserer Mediathek im Internet unter www.allgäu.tv/landkreismagazine. Ja, die Energiewende stellt uns vor große Herausforderungen und ist auch im restlichen Allgäu ein großes Thema.
Deswegen wurde in diesem Jahr wieder im Rahmen der Festwoche der Allgäuer Energietag ins Leben gerufen. Der fand heute statt und beschäftigte sich mit Fragen rund um die Energiewende im Allgäu. Mehr dazu haben wir später noch für Sie im Programm. Doch vorerst gebe ich ab zu Boris Weltermann ins Nachrichtenstudio. Er hat die Kurznachrichten und Meldungen aus der Region für Sie. Also bleiben Sie dran. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Mama! Hier habe ich meinen günstigen Kredit gefunden. Einfacher geht's nicht. Am nächsten Tag war mein Geld da. Unglaubliche minus 0,4% bei 1.000 Euro. Deutschlands Top-Kredite. Super günstig auf smava.de. Wenn Kredit, dann Smava! Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft, bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Aus unserem Studio jetzt die Kurznachrichten und die beginnen wir heute mit Neuigkeiten vom Wolf im Oberallgäu. Wolf im Allgäu. Ja, es ist ein Wolf im Allgäu. Das haben die DNA-Analysen ergeben. Ende Juli, Anfang August waren im Oberallgäu mehrere Kälber gerissen worden. Landwirte waren sich sicher, es handelt sich um die Taten eines Wolfs. Bisher konnte das aber nicht nachgewiesen. Es mussten erst die gesicherten Speichelspuren ausgewertet werden. Da es sich nun eindeutig um einen Wolf handelt, soll nun weiteres zu seinem Geschlecht und der Herkunft herausgefunden werden. Unterdessen fordern die Landwirte weiter ein Abschussrecht für den Wolf, um so ihr Vieh zu schützen. Eigentlich steht der Wolf unter Naturschutz, da er lange Zeit als ausgestorben galt. Um ein weiteres Vorgehen zu beraten, wollen sich Politik und das Landesamt für Umwelt, wie auch schon gestern, nun erneut an einem runden Tisch zusammensetzen. Eine Warnung an alle Hundehalter. Im Bereich Türkheim ist scheinbar Rattengift ausgelegt worden. Eine Hundehalterin aus Türkheim informierte heute die Polizei, nachdem ihr Tierarzt eine Vergiftung bei ihrem Tier festgestellt hatte. Im Bereich der Westseite der Wertach bittet die Polizei nun Hundehalter darum, auf ihre Tiere aufzupassen. Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen melden. In den vergangenen Tagen musste die Bergwacht Immenstadt zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am Montagnachmittag barg sie eine 8-köpfige Wandergruppe, zu der auch 2 Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren gehörten. Die Gruppe war zwischen Steineberg und Stuiben vom Weg abgekommen und dann noch vom starken Regen überrascht worden. Sie konnten mit dem Hubschrauber gerettet werden. Am Dienstagnachmittag brannte nach einem Blitzeinschlag ein Baum. Die Bergwacht half der Feuerwehr Immenstadt beim Löschen. Bauarbeiten dauern länger. Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke München-Lindau verzögern sich. Seit März laufen die Arbeiten im Rahmen der Elektrifizierung zwischen Buchloe und Leutkirch.
Seitdem fahren statt Zügen Schienenersatzverkehrsbusse. Eigentlich hätten die Arbeiten bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein sollen, sie werden aber voraussichtlich noch bis Mitte Oktober andauern. Das gab die Bahn nun bekannt. Bahnreisende müssen also weiterhin auf die Schienenersatzverkehrsbusse umsteigen. Diese fahren weiter wie bisher. Eine seit Anfang März verschwundene 26-Jährige könnte sich in Lindau aufhalten. Gloria Albrecht aus Lustenau wurde vor ihrem Verschwinden am 5. März zuletzt in Dornbirn im Messepark gesehen. Danach verlor sich ihre Spur. Sie ist 1,65 bis 1,70 groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und blaue Augen. Am Tag ihres Verschwindens trug sie blaue Röhrenjeans, einen grünen Parker, graue Sneaker und hatte einen roten Rucksack bei sich. Zeugen wollen sie nun in Lindau gesehen haben. Ihre Eltern und die Behörden hoffen auf weitere Hinweise. Schwarze Zahlen am Airport. Der Flughafen Memmingen hat 2017 erstmals Gewinn gemacht. Das teilte der Allgäu Airport in einer Pressemitteilung mit. Verantwortlich dafür seien demnach die ständig steigenden Passagierzahlen und die Entschuldung des Unternehmens. 2017 verzeichnete der Flughafen rund 1.180.000 Fluggäste. Das ist eine Steigerung von rund 18% im Vergleich zum Jahr 2016. Die Flughafen Memmingen GmbH machte einen Umsatz von 11,6 Millionen Euro. Der Überschuss beträgt rund 111.300 Euro. Die Wasserschutzpolizei hat wieder einen Wildcamper aufgegriffen. Aktuell geht es um einen 46-jährigen Fischer am Hopfensee bei Füssen. Er hatte am See nicht nur gefischt, sondern auch schon zwei Nächte dort geschlafen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. In Weizern bei Füssen ist gestern ein Glutnest entdeckt worden. Ein Waldbrand konnte gerade noch verhindert werden. Im sogenannten Bahnhofsmoos hatte der Waldbesitzer im Gestrüpp das Glutnest entdeckt und versucht, es selbstständig zu löschen. Es war vermutlich schon am Dienstagabend gelegt worden, da war Anwohnern bereits Brandgeruch aufgefallen. An der Stelle wurde ein Feuerzeug gefunden. Ob es sich um einen schlechten Streich oder um gewollte Brandstiftung handelt, ermittelt jetzt die Polizei Füssen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Weltkongress kommt nach Lindau. Die 10. Weltkonferenz der Vereinigung der Weltreligionen für den Frieden kommt nach Lindau. Viele große Städte aus aller Welt hatten sich als Austragungsort beworben. Stattfinden wird die Konferenz aber vom 20. bis 23. August nächsten Jahres am Bodensee in der Inselhalle. Sollte die Weltkonferenz ein Erfolg werden, könnte die dem Präsident der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen zufolge alle 4 Jahre in Lindau stattfinden. Am Wochenende ist es zu einem Unfall mit einem Kleinkind auf einem Laufrad und einem Fahrradfahrer gekommen. Die Polizei sucht hier nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr war am Samstag in der Abt-Reuby-Straße in Sonthofen ein 5-jähriges Mädchen mit ihrem Vater unterwegs. Ein Radfahrer übersah das Kind und fuhr sie an. Dabei erlitt das Mädchen ein Hämatom unter dem rechten Auge und mehrere Schürfwunden. Der Radfahrer flüchtete, ohne sich um das Kind zu kümmern, in Richtung Johann-Socher-Straße. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Polizei Sonthofen entgegen. Ja, und soweit die Kurznachrichten für heute. Jetzt geht es weiter auf dem Festwochengelände, vorher aber noch das Wetter. Heute Nacht gibt es wieder einen sternenklaren Himmel und das im gesamten Allgäu. Dazu gibt es angenehme Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad, also am besten heute Nacht mal kräftig lüften. Denn zum Abschluss der Arbeitswoche gibt es morgen nochmal ordentlich Sonne und es wird auch wieder heiß. Strahlender Sonnenschein in allen Regionen, nur im Oberallgäu ziehen hin und wieder die Wolken auf. Die Temperaturen liegen bei bis zu 28 Grad. In der zweiten Tageshälfte ändert sich nicht viel, es scheint weiterhin die Sonne. Die Wolken zeigen sich jedoch öfter als am Vormittag und es wird sogar nochmal heißer. Im Oberallgäu knacken wir am Nachmittag die 30-Grad-Marke. In den Bergen wird es auch schön sonnig mit nur wenigen Wolken, aber dafür nicht ganz so heiß. Am wärmsten wird es am Gründen mit maximal 26 Grad, am kühlsten wird es auf dem Nebelhorn. Hier werden höchstens 18 Grad erreicht. Sie sollten den Tag morgen noch genießen, denn am Samstag wird es schon wieder nicht mehr ganz so schön. Da gibt's einen Mix aus Wolken und Regen und nur selten kommt die Sonne raus, es kühlt ein bisschen ab. Sonntag ändert sich da auch nicht viel,
Aber am Montag wird es dann wieder freundlicher. Da scheint wieder viel die Sonne und es ziehen nur wenige Wolken durch. Alle reden über die Energiewende, im Globalen wie im Privaten. Um in den eigenen vier Wänden Energie zu sparen, gibt es viele Möglichkeiten. Photovoltaik auf dem Dach, die alte Ölheizung gegen eine moderne Heizung eintauschen, dichte Fenster und so weiter. Aber zu Hause Energie sparen hilft dem Klima nur, wenn die Energie trotzdem umweltfreundlich hergestellt wird. Beim Allgäuer Energietag, der heute in Kempten stattgefunden hat, war genau das ein Thema. Und auch, wo wir überhaupt stehen. Wie steht es eben in Sachen Klimaschutz und Energiewende? Der Allgäuer Energietag fand unter dem Motto Energiewende weltweit und im Allgäu statt. Hauptredner war Hans-Josef Fell. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete ist seit Jahren Vordenker und Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Seiner Meinung nach genügt eine Reduktion der klimaschädigenden Gase nichts. Es muss ein Stopp der Emissionen kommen. Beispiele, wie und wo es funktioniert, gibt es viele. Über 1000 Städte in gut 50 Ländern der Erde benutzen Strom aus 100% erneuerbaren Energien oder sind auf dem besten Wege dorthin. Deutschland, einst Vorreiter in Sachen Klimaschutz, sieht Fell abgehängt. Und Bayern keinen Deut besser. Die Energiewende selbst in Deutschland, wenn man sie mit dem Einzigen definiert, wie es sein kann, nämlich die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien, sie ist fast zum Stillstand gekommen. Wir haben in Bayern keinen Ausbau der Windenergie mehr. Wir haben nur noch einen ganz kleinen Ausbau der Solarenergie, keinen Ausbau Bioenergie, keinen Ausbau Wasserkraft, keinen Ausbau Geothermie. Das kann und darf es nicht sein, denn wir brauchen Energieversorgungssicherheit. Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet und dafür brauchen wir Ersatz. Und das können laut Fell nur die erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne oder Biogas sein. Und dazu braucht es sowohl die großen Stromtrassen von der Nordsee nach Bayern als auch die dezentrale Energiegewinnung in Städten und Gemeinden. Letzteres wird dem Bürger allerdings immer schwerer gemacht und da trägt laut Fell die Politik in Bund und Land die Hauptschuld. Tausende Menschen haben sich engagiert, haben sich zu Genossenschaften zusammengeführt, haben in erneuerbare Energien investiert, haben Einsparungssysteme gemacht, LED-Umstellungen und vieles mehr. Das ist aber zum Erliegen gekommen. Wegen politischen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Umstellung auf die Ausschreibungen, die nur noch für Großinvestoren möglich sind und nicht mehr für die Bürger vor Ort, für die Genossenschaften, für die Landwirte und für vieles andere mehr. Hier braucht es ein neues Denken. Wir müssen die Politik wieder neu definieren. Für den Klimaschutz und für die Energiewende mit 100% erneuerbaren Energien. Das wollte der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer so nicht stehen lassen. Zwar kam der Appell an sich an, die Politik der Staatsregierung wird sich aber durch Fells Vortrag wahrscheinlich so schnell dann doch nicht ändern. Hier reden zwei scheinbar aneinander vorbei. Am Rande des Energietages konnten wir mit Bayerns Wirtschaftsminister sprechen. Franz Josef Pschierer, bayerischer Wirtschaftsminister. Brauchen wir, wie von Hans-Josef Fell gefordert, eine neue Denkweise in Sachen Energiewende? Energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und auch eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Und insofern unterstütze ich durchaus den Ansatz, dass wir hier ein neues Denken brauchen. Wir brauchen es insbesondere beim Thema Sektorkoppelung. Das heißt, bislang hat Energiewende bedeutet, wir kümmern uns darum, wo kommt der Strom künftig her. Wir müssen aber zwei weitere Sektoren im Auge behalten, nämlich das Thema, wo kommt unsere Wärme her, wie heizen wir unsere Wohnungen und wie sieht der Verkehr der Zukunft aus. Das heißt, ein neues Denken in der Sektorkoppelung der Bereiche Strom, Wärme und Verkehr. Laut Hans-Josef Fell hinkt Bayern bei der Energiewende hinterher. Mehr Windkraft könnte das ausgleichen. Dagegen steht in Bayern die 10H-Regel. Steht die Abschaffung oder eine Änderung dieser Regel zur Debatte?
Das Thema Windenergie hat im Freistaat Bayern nie die zentrale Rolle gespielt bei den erneuerbaren Energien und wird es auch künftig nicht tun. Ich stehe nach wie vor zu dieser 10H-Regelung, weil sie damit auch gewährleisten können, dass es im Einklang mit Mensch und Natur passiert. 10H heißt ja nichts anderes, als dass eine Anlage, je höher sie wird, umso mehr Abstand zur Wohnbebauung muss sie halten. Das ist auch im Baurecht immer so vorgesehen. Ich glaube, jeder private Bürger möchte es nicht, dass in unmittelbarer Nähe zu seinem privaten Wohnhaus dann solche Anlagen errichtet werden. Was kann Deutschland von Bayern und Bayern vom Allgäu in Sachen Energiewende lernen? Deutschland kann von Bayern sehr, sehr viel lernen, weil wir es geschafft haben, trotz einem hohen Kernkraftanteil sehr zügig umzubauen und einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien ins Netz zu bringen. Und Bayern kann natürlich auch noch ein Stück vom Allgäu lernen. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes. Das Allgäu hat sich in den letzten Jahren, was die Kommunalpolitik, die drei kreisfreien Städte, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, aber auch die vier Landkreise angeht, sehr stark zusammenzuschließen. Das heißt, das Allgäu macht heute eine Energiepolitik gemeinsam und kann so Vorbild sein auch für andere Regionen im Freistaat Bayern. Ja, liebe Zuschauer, noch bis morgen sind wir auf der Festwoche unterwegs und zeichnen von hier aus die Allgäu-TV-Nachrichten auf. Doch nicht nur das. Am Sonntag finden Sie uns auf der Medienbühne im Stadtpark. Dort tritt dann unter anderem der Trachtenverein Die Koppachtaler aus Altusried mit seinen Plattlern, Alphornbläsern und Geuselschnalzern auf. Doch das ist lange nicht alles. Wir haben die Jazzdance-Mädels aus Ottobeuren, die Johanniter-Hundestaffel, die Tanzschule JJ Dance, den The Voice of Germany-Halbfinalisten Cenan Buldic und die Band B Rockhaus auf der Bühne. Mein Kollege Boris Weltermann und ich dürfen Sie durch dieses tolle Programm führen. Also, wir sehen uns am Sonntag ab 12 Uhr auf der Medienbühne im Stadtpark. Ich freue mich auf Sie. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, sind aber gleich wieder zurück mit vielen Eindrücken vom Allgäutag in Isny. Bis gleich. Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Hier habe ich meinen günstigen Kredit gefunden. Einfacher geht's nicht. Am nächsten Tag war mein Geld da. Smava! Unglaubliche minus 0,4% bei 1000 Euro. Deutschlands Top-Kredite. Super günstig. Auf smava.de. Wenn Kredit, dann Smava! All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. Gut geht's uns schon. Uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Im Allgäu gibt es ja so einige Traditionen. Von der Tracht angefangen über das Alphornblasen oder auch die Tradition der Käseherstellung. Diese und noch viele weitere Dinge aus dem Allgäu haben gestern ihren Platz in Isny gefunden. Denn in der Stadt im württembergischen Allgäu fand gestern der Allgäutag statt. Traditionen werden im Allgäu ja großgeschrieben. Der Allgäutag in Isny ist längst auch zur Tradition für die Stadt geworden. Er findet jedes Jahr am bayerischen Feiertag Maria Himmelfahrt statt.
Gefeiert werden regionale Erzeugnisse, Musik, Brauchtum und vieles mehr. Das ist ja in Baden-Württemberg kein Feiertag. Und das ist für uns natürlich die Chance, die ganze Bayern, die heute einkaufen können oder so, die nach Isny zu locken. Und wir möchten einfach unsere Stadt mal vorstellen und was unsere Stadt alles kann, unsere Stadt und die Region. Vor allem für Kinder ist an diesem Tag einiges aus der Region geboten. Während Mama und Papa durch die Stadt bummeln, können sie sich bei der Allgäu-Olympiade testen und herausfinden, ob sie ein echter Allgäuer sind. Darf ich dich kurz stören? Wie heißt du denn? Ronja. Und was machst du hier gerade? Kurbeln. Und warum? Was soll dann da am Ende draus werden? Späne für ein Duftkissen. Jetzt muss nur noch ein passendes Säckchen gefunden werden. Und dann ist das Zirbenkissen fertig. Zum Allgäu gehört natürlich nicht nur das Holz aus den Wäldern, sondern auch die Kühe auf den Weiden. Hier können die Kinder ausprobieren, wie man eine Kuh melkt. Und was müsst ihr dann nachher noch für Stationen machen? Säcken. Sonst noch was? Saft machen. Dann schauen wir uns den Saft doch einmal an. Was macht ihr denn für einen Saft? So Apfelsaft. Und was muss man dafür jetzt machen? Also erst Äpfel waschen, da oben rein tun, dann kurbeln und dann hier so machen, dass das dann da unten rauskommt. Das ist wahrscheinlich ganz schön anstrengend, oder? Mhm. Aber am Ende gibt's leckeren Apfelsaft. Habt ihr schon probiert? Nein. Mhm. Ich würde sagen, dann probieren wir mal, oder? Okay. So, und wollt ihr probieren? Ja. Okay, dann, bitteschön. Und was sagst du? Es schmeckt sehr lecker. Aber nicht nur die Kinder sollen erfahren, welche Traditionen zum Allgäu gehören. Auch für die Erwachsenen gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel einen Stand mit Kräuterboschen. Ich finde es eine gute Allgäuer Tradition, weil die Kräuter wachsen ja alle bei uns. Wir sind eine Woche vor dem Allgäutag schon unterwegs. Sammelt die Kräuter, bindet den Tag vorher schon welche und kommt dann hier auf den Stand. Diese Boschen wurden schon vor Jahrhunderten zu Maria Himmelfahrt gebunden und sollen die Besitzer über das Jahr begleiten und als Hausapotheke dienen. In jedem Boschen ist auch eine Rose. Sie steht für die Liebe. Eine Wetterkerze darf auch nicht fehlen. Sie wird zum Schutz vor starkem Gewitter geräuchert. Was bei so einem traditionsreichen Tag natürlich nicht fehlen darf, ist eine zünftige Musik. Am Allgäutag treten verschiedene heimische Musikgruppen auf. Eine davon ist die Jodelgruppe aus Vorderburg. Habt ihr Probleme, diese Tradition auch an die Jugend weiterzugeben oder läuft das bei euch ganz gut? Ja, das läuft gut. Das ist eher so, also Jodel ist ja gerade so ein Hype eigentlich so ein bisschen, sagen wir, das schwimmt so ein bisschen mit auf der Strick- und Häkelwelle, dass man gern was Natürliches, Althergebrachtes macht und da geht das Jodeln dazu und dann haben wir da keine Probleme. Darf ich dann zum Abschluss eine kleine Kostprobe bekommen? Ja, das, ja. Solche Klänge gehören natürlich zum Allgäu, wie das Salz auf die Breze. Das war sie auch schon wieder, die halbe Stunde Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Schalten Sie auch morgen wieder ein, liebe Zuschauer. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.